Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Lammert hat ja angemahnt, wir sollen weniger reden, sondern debattieren. Und da muss ich selbstverständlich auf Herrn Kauder und auch auf Herrn Oppermann eingehen. Herr Kauder, Sie haben eben gesagt, Sie wollen gar nicht aufrüsten. Das wäre schäbig, das zu sagen. Ja, was ist es denn, wenn man den Verteidigungsetat von 37 letztlich auf 70 anheben will? Das ist Aufrüstung, das ist nichts anderes. Und wenn man es um 3 Milliarden machen, das ist auch nichts anderes. Also, wir hatten das mit schäbig zu tun. Das ist das, was Sie vorhaben. Darüber muss man doch reden. Die Menschen müssen wissen, Sie wollen deutlich mehr für Verteidigung ausgeben. Sie wollen noch weiter Waffen exportieren. Und da gibt es auch andere, die deutlich dagegen sind. Und Herr Oppermann, also 3 Milliarden jedes Jahr mehr ist auch Aufrüstung. Das ist nichts anderes. Es gibt aber eine Partei, die einen Abrüstungswahlkampf führt. Und eins muss ich Ihnen auch sagen. Sie haben hier so wunderbare Vorschläge gemacht. Also ich habe ja gedacht, das ist eine Liste der Anträge der Linken. Ich frage mich, wieso Sie denn nur ein einziges Mal bei der Ehe für alle in dieser Legislatur den Mut hatten, wenigstens die Dinge, die im Koalitionsvertrag drinstehen, umzusetzen. Sachgrundlose Befristung hatten Sie sogar vereinbart. Nicht mal das haben Sie geschafft. Und jetzt tun Sie so, als wenn Sie das alles hätten anders machen wollen. Das ist ehrlich gesagt nicht ehrlich, meine Damen und Herren. Ich will die Frage stellen, bei allen Krisen dieser Welt, darüber ist geredet worden, da ist auch manches zu unterstützen, warum kann eigentlich Europa in dieser Situation nicht eine andere Rolle spielen? Und ich frage mal ganz nüchtern, ist Europa heute eigentlich ein besseres als vor 12 Jahren, als Angela Merkel Kanzlerin geworden ist? Wie ist denn die Situation? Den Brexit haben wir. Die Finanzmarktkrise ist nicht bewältigt. Wir haben das Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Parteien. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit in den Südländern, die über 50% ist. In Griechenland das vierte Jahr. Da wächst eine Generation der Hoffnungslosigkeit heran. Der desolate Zustand in Europa hat aber mit ihrer Politik, mit der Politik von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble zu tun. Das hat zur Entsolidarisierung geführt, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Und ich möchte jetzt, weil Herr Kauder gesagt hat, hier ist über einiges nicht geredet worden. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Hier ist über einiges nicht geredet worden. Und wenn ich in meinem Wahlkreis in Rostock bin, höre ich ganz andere Themen, über die geredet wird. Es gab mal in unserem Land den schönen Satz, unseren Kindern soll es einmal besser gehen. Und wir haben jetzt gerade die Einschulung gehabt in Berlin und Brandenburg, am Sonnabend auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir sind uns doch einig, dass eigentlich alle diese kleinen Kinder in unserem Land die gleichen Chancen haben sollten. Aber das Ergebnis Ihrer Politik ist, dass Sie nicht die gleichen Chancen haben. Das ist die Realität. Unsere Kinder haben nicht die gleichen Chancen. Und das hat natürlich zuallererst mit Elternarmut zu tun. Und Sie sagen so schön, im Schnitt geht es Deutschland gut. Ja, das ist wie mit der Kuh, die in dem Teich, der 50 Zentimeter tiefer ertrunken ist. Es gibt perversen Reichtum und Armut in unserem Land. Das ist die Realität. Und um das klar und deutlich zu sagen, die Kanzlerin hat angeführt, ja, es mit den Arbeitsplätzen, das ist so deutlich besser. Ist doch, also jeder Arbeitsplatz, der gut bezahlt wird, das unterstützen wir in Kommunen und Ländern, machen wir was, Unternehmen, die Gewerkschaften arbeiten daran. Aber es ist eine Frage doch zu beantworten. Hat denn das alles zu mehr Armut oder nicht geführt in unserem Land? Und das ist eine zentrale Frage. Und da kann ich nur eins feststellen. Als Angela Merkel Kanzlerin war, war die Armutsrisikoquote bei 14%. Jetzt ist sie bei 15,7%. Und bei den Beschäftigten ist das Risiko, in Armut zu kommen, obwohl sie Vollzeit beschäftigt sind, von 6,8 auf 9,7% gestiegen. Da ist doch was nicht in Ordnung in unserem Land. Und besonders skandalös ist, dass es in unserem reichen Land Kinderarmut gibt, meine Damen und Herren. Und die Zahl steigt in den letzten Jahren. Das hat doch was mit Politik zu tun. Warum haben Sie da nichts getan in Ihrem Koalitionsvertrag? Im Vertrag kam dieses Wort nicht vor. Ich hoffe, im nächsten, egal wer ihn schreibt, kommt dieses Thema endlich vor. Diesen unhaltbaren Zustand, den muss man endlich auflösen. Und wie ist das mit der Altersarmut? Ist doch eine ähnliche Situation. Die Zahl der Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, die ist in den letzten 10 Jahren von 365 auf 525 gestiegen. Das sind 44%. Warum gibt es bei uns nicht eine Mindestrente von 1.050 Euro? Das können wir doch finanzieren, wenn wir wollen, wenn es eine ordentliche Rentenreform gibt. Es bleibt dabei, in einem Land, in dem Alleinerziehende Zukunftsangst haben, in dem Kinderreichtum zum Armutsrisiko wird und in dem alte Menschen Flaschen sammeln, da kann man vom Sozialstaat nicht reden. Und am 24.09. geht es auch um die Wiederherstellung des Sozialstaates in so einem Land, meine Damen und Herren.
Weil natürlich die andere Seite der Medaille, die kennen wir doch alle. Das ist dieser Reichtum. Die Zahl der Milliardäre in unserem Land steigt. 186 Milliardäre. Die 500 reichsten Familien haben von 2011 500 Milliarden zu 2016 692 Milliarden Steigerung in Vermögen. Das ist obszön, meine Damen und Herren. Und als Norddeutscher weiß ich, das heißt Steuern, um ein Land zu steuern. Da muss was passieren. Und wir haben das Steuersystem des vergangenen Jahrhunderts. Und diese Koalition hat in den letzten Jahren nichts auf diesem Gebiet bewegt. Und es gehört Mut dazu, sich mit den Mächtigen anzulegen. Aber diesen Mut haben sie eben nicht. Und er wird über den ausgeglichenen Haushalt, naja, das ist doch, wir haben gar nichts dagegen, dass es ausgeglichene Haushalte gibt, aber wir müssen an der Spitze doch etwas abholen. Ich könnte Ihnen jetzt zur Erbschaftssteuer, zur Vermögensteuer, aber das kann man alles im Wahlprogramm nachlesen. Aber eins will ich dann schon mal sagen, weil hier immer über die Riesenleistungen auch des Finanzministeriums geredet wird. Wer ist denn eigentlich verantwortlich für den Skandal der Brennelemente-Steuer? Wer ist denn eigentlich verantwortlich für die Cum-Ex-Geschäfte? Wer ist denn eigentlich verantwortlich für das, was bei Panama Leaks danach nicht passiert ist? Alles in der Hoheit des Finanzministers. Da gehen die Mittel verloren, die wir eigentlich brauchen für Investitionen in Bildung, für Investitionen in den Pflegebereich, in erneuerbare Energien. Da haben Sie Fehler gemacht. Da muss es Veränderungen geben, meine Damen und Herren. Und nun höre ich hier auch sehr viel zu dem Thema Dieselgate, Abgasskandal und so weiter. Nun ist das alles auch so schon, diese Absprachen und das alles ein Riesenskandal. Aber wie die Politik, wie die Regierung damit umgeht, das ist doch auch ein Skandal, meine Damen und Herren. Sie sitzen mit den Verursachern der Krise zusammen, aber nicht mit denjenigen, die betroffen sind, meine Damen und Herren. Das alles haben doch Leute zu verantworten, die ganz fette Millionenverträge hatten. Ich meine, der Winterkorn hat 17,1 Millionen verdient. Der war immer noch stolz, dass er am allermeisten verdient. Wo wird denn so jemand mal zur Verantwortung gezogen? Also da glaubt kein Mensch, dass das ohne Mitwisserei des Wirtschaftsministeriums oder nachgeordneter Regierungsbehörden möglich war. Ich meine, das ist ein Betrug, ein Kartell der Wirtschaft. Ich meine, ich habe das jetzt verstanden, wieso das in den Stadien Bandenwerbung heißt. Ja, das heißt Bandenwerbung, aus gutem Grund, meine Damen und Herren. Ich meine, im Wahlkampf fragen jetzt viele Menschen, wie ist das eigentlich mit den Verantwortlichen? Warum steht denn eigentlich hier keiner vor Gericht? In den Vereinigten Staaten ist das so. Das ist ja irgendwie komisch, dass das bei uns nicht passiert. Da wird immer mehr gefragt, Leute kommen auf einen zu, wie ist das eigentlich mit Verfristung? Die Arbeiter, ob in Wolfsburg oder in Leipzig oder in Chemnitz oder Hannover, die bangen teilweise um ihre Zukunft. Sie haben das alles zulasten der Umwelt, zulasten der Verbraucherinnen und Verbraucher, zulasten der Zulieferindustrie, letztlich auch zulasten des Standortes Deutschland mit zu verantworten. Und bei den Sammelklagen machen Sie jetzt einen Verschiebebahnhof auf die Zeit nach der Wahl. Das ist doch alles unverantwortlich. So verlieren die Menschen den Glauben an die Politik, meine Damen und Herren. Was sagen Sie eigentlich den Tausenden von Ingenieursstudentinnen und Studenten, ob nur in Rostock oder Dresden, die an Technik und die an Fortschritt glauben und die für arbeiten und die dafür arbeiten wollen? Sie haben Frau Merkel von Made in Germany. Die sollen ihr Leben auch mit Made in Germany verbinden. Ja, das ist ja sehr gut. Aber ist das jetzt wirklich so, dass man dazu immer noch eine Riesenportion Zynismus braucht? Erwischt, Pech gehabt, aber dann weiter so? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da müssen doch auch von hier andere Signale kommen. Ich habe jetzt am Wochenende auch wieder gehört, Fluchtursachen, auch so ein Punkt. Ja, ich glaube, wir haben ganz großen Konsens hier im Haus, da müssen wir wirklich etwas tun. Aber es kann doch nicht sein, dass wir ernsthaft, liebe Frau Merkel, das ist zwar spannend mit Herrn Kauder, aber so einen Moment zuhören ist doch auch mal eine Idee. Moment nur. Und auch nicht abwinken. Man kann später auch mal in der Opposition sitzen, Herr Kauder. Aber gut. Also, ich finde es skandalös. Wir reden wollen, gehen wir gleich raus. Wir können gerne rausgehen. Also wir beide, das machen wir mal. Also das ist ja doch mal eine Sache. Also ich finde es inakzeptabel, über Fluchtursachen zu reden. Und in dieser Legislatur hat die Große Koalition so viel Waffenexporte genehmigt wie noch nie. Das ist unglaubwürdig, dann zu sagen, wir wollen ernsthaft Fluchtursachen bekämpfen. Ich finde, das geht überhaupt nicht. Und wenn Sie weiterhin auch noch Waffen in die Türkei exportieren, das ist ein ganz großer Skandal. Im Übrigen kann ich mich in dieser Frage nur, was die Staatsministerin betrifft, nur auch
in dem Fall der Kanzlerin Cem Özdemir und auch Thomas Oppermann anschließen. Das ist völlig inakzeptabel. Und wir werden jedenfalls kämpfen bis zum letzten Tag, dass hier in diesem Hause keine rechtspopulistische Partei vertreten ist. Lassen Sie mich noch einen Punkt, der auch nicht vorkommt. Das ist die Angleichung der Lebensverhältnisse. Frau Merkel, es ist nun mal die Wahrheit, und das erleben wir doch alle, dass die blühenden Landschaften und die Chefsache Ost bei vielen als, naja, auf gut Deutsch, als Verarschung ankommen. Wie Sie wollen offensichtlich nicht darüber reden, es gibt weiter einen riesigen Lohnabstand, es gibt weiter Riesendefizite bei Landärzten, es gibt Defizite in der Pflege. Und jetzt wird sage und schreibe ein Mindestlohn Ost-West beim Pflegepersonal vereinbart, der unterschiedlich ist. Pflege und Zuneigung für Menschen, die gepflegt werden müssen, kann doch nicht nach Ost und West geteilt werden, meine Damen und Herren. Und es ist auch unsere Aufgabe, hier nachhaltig Druck zu machen, dass das genau nicht passiert. Und besonders skandalös ist natürlich in den neuen Ländern das Thema Breitbandausbau, Netze. Das ist doch alles, Herr Dobrindt, was haben Sie in den 4 Jahren gemacht? Ich habe mir noch mal Ihre Ankündigung durchgelesen, in Vorbereitung nicht für heute, sondern in Vorbereitung der Sendung gestern. Da ist ja nichts realisiert. Ja, das Netz ist schlechter als in Georgien, Rumänien oder in Peru. Das ist doch unhaltbar. Das ist doch unhaltbar. Und jetzt tun Sie so. Was haben Sie in den 4 Jahren gemacht? Das ist doch das Entscheidende, dass endlich etwas passieren muss. Und jetzt machen Sie im Wahlkampf ebenso weiter. Ein Schlafwagenwahlkampf. Ein Land, in dem man gut und gerne leben kann. Ja, das unterschreiben wir alle. Gute Arbeit, gute Löhne, das unterschreiben wir alle. Aber die Auseinandersetzungen um die Zukunft unseres Landes müssen geführt werden. Es geht darum, ob der soziale Zusammenhalt in diesem Land wiederhergestellt wird. Es geht um die Zukunft Europa, damit dieses Projekt nicht scheitert. Es war ein Friedensprojekt. Und da hat diese Koalition in den letzten 4 Jahren wenig geleistet, bis gar nichts geleistet. Und deswegen wäre es sehr, sehr sinnvoll, am besten, wenn beide Parteien nicht mehr in Regierungsverantwortung wären, meine Damen und Herren. Frau Präsidentin, da so viel gedankt worden ist, nehme ich mir die Besonderheit heraus und danke den Vizepräsidenten dann auch noch mal für ihre Arbeit. Alles Gute auf allen Wegen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, hat als nächste Rednerin das Wort.